Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Die erste professionell hergestellte Version meines Taschenhirschfängers. Das einzig legal in Deutschland führbare, lange, doppelschneidige Messer. 42A kompatibel und supergeil. Ich zeige euch mal die Features. Aber als erstes wollte ich euch mal meinen Ausgangspunkt zeigen. Denn das ist hier die Ausgangsbasis des Messers. Das ist also so ein Pantographenmesser, man nennt das auch Paratrooper Knife. Weiß nicht warum, das hat mit Paratroopern eigentlich nichts zu tun. Und das hier ist sozusagen eine Version, die man in den 70er Jahren kaufen konnte. Die wurde also in Taiwan hergestellt und für relativ wenig Geld verkauft. Naja, man sieht schon, es ist im Prinzip auch ein Pantographenmesser. Ja, aber also sagen wir mal so, ihr werdet mir sicher zustimmen, dass es da eine Menge dran zu verbessern gibt. Mal davon abgesehen, dass die Klinge ziemlich wackelig ist, haben wir hier eben auch mehrere Probleme. Erstmal finde ich diesen Verschlussbügel total billig hier, also so ein komisches Blechstreifending. Naja, das ganze Ding ist halt aus Prägeblech. Und der größte Nachteil ist aber, dass das hier total verkantet. Das heißt also, man muss das Messer im Prinzip so richtig so zusammenschubsen, damit man das überhaupt bedienen kann. Und dann ist natürlich auch noch ewig dieser Verschluss hier im Weg. Ja, und dabei kommt die Klinge natürlich ständig an das Metall. Und das ist also für weder die Sägeseite noch die Schneide besonders gut. Ne? Na, man sieht das ja. Man kann das ja hier im Prinzip so verkanten, dass das also eigentlich überhaupt gar kein richtiger Pantograph mehr ist. Ne? Und das macht es natürlich eigentlich, wie ich finde, unbrauchbar. Ganz abgesehen davon hat es ja natürlich auch noch ein paar andere Nachteile. Zum Beispiel, dass es alles andere als griffig ist. Moment, ich versuche das mal, ob ich das hier nochmal hinkriege, dass das rauskommt vernünftig. So, genau. Dann kann man hier diese Klammer wieder drauf machen. Naja, jetzt hat man halt ein Messer, aber so richtig griffig will das nicht sein. Also der Griff ist total unergonomisch und das Messer ist eigentlich ein Spielzeug und ziemlich Mist. Ne? Dieses Messer gab es übrigens auch in einer Version, wo Waffen-SS drauf stand und jede Menge Nazi-Symbole, sogar eine RZM-Nummer war da drauf. Das ist aber Fake. Also dieses Messer, auch das Pantographenmesser, wurde meines Wissens nach an Fallschirmspringer im Zweiten Weltkrieg nie ausgegeben. Das Design ist zwar schon älter, aber so richtig hergestellt wurden die Waffen eigentlich alle erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch dieses Ding hier, wie gesagt, aus den 70ern. Also, was galt es hieran zu verbessern? Erstmal, es muss eine Möglichkeit gefunden werden, das Aufschwingen der Griffe zu synchronisieren, damit es nicht mehr möglich ist, das Messer beim Öffnen zu verkanten. Das ist das Allerwichtigste. Man muss es auch ein bisschen stabilisieren, weil das ist ja hier alles so Blechprägeteile und das ist natürlich alles nicht toll. Das Zweite, was es zu verbessern galt, war dieser Arretiermechanismus hier, der wirklich nichts taugt. Moment, ich versuche das nochmal, wie das hier hing. So, genau. Ja, weil dieses kleine Blechding hier, das kann es ja nun wirklich nicht sein. Ja, dann muss das ganze Ding griffiger werden. Das ist auch so. Es muss griffiger werden. Es muss auch einen größeren Griff haben natürlich. Und ich will auch eine längere Klinge haben. Diese Klinge ist mir einfach zu klein. Ja, und dann natürlich einer der großen Vorteile von Pantographenmessern, die Klinge verschwindet ja vollständig im Griff, ist natürlich, dass es zweiseitig geschliffen sein kann. Also das sind die Dinger, die ich unbedingt verbessern wollte, neben der ganz grundsätzlichen Qualität und der Stabilität der ganzen Ausführung. Ja, wie habe ich das jetzt gemacht? Also am Anfang habe ich erstmal natürlich hier einen einfachen Schwenkriegel genommen, der auch so einklickt. Das ist meiner Meinung nach viel sauberer, viel schöner als diese komische Lösung mit dem Blechstreifen. Ja? Dann habe ich die Synchronität hergestellt, indem ich das Messer nur sozusagen von der Vorderseite klappbar gemacht habe. Also die hinteren Griffschalen bleiben zusammen, nur die vorderen sind sozusagen hier. Und wie ihr jetzt seht, wird die Klinge geführt, hier durch die Fehlschärfe, wird die hier genau in diesen Schienen geführt. Und das bedeutet, egal, ich kann das also auch nur an einer Seite machen, es wird immer gerade rausgehen, es wird sich nicht verkanten. Das ist meiner Ansicht nach der größte Vorteil. Und ihr seht hier diesen kleinen Pin hier. Ja? Dieser Pin ist ganz wichtig für das Design, weil der findet sich hier auch in den Griffschalen weiter, also in den Platinen wieder. Das bedeutet, auch beim Zusammenklicken kann das nicht passieren, dass die Seiten sich sozusagen nach rechts oder nach links verschieben, weil der Pin das verhindert. Ja? Das ist also ein ganz wichtiges Feature, das ich hier eingebaut habe. Weiterhin, natürlich ist das jetzt mit dem Griff viel schöner. Man sieht, man hat jetzt eine richtige Parierstange und das Ganze liegt super in der Hand. Also für meine Hand ist es richtig perfekt. Und es liegt auch ballig in der Hand. Es hat jetzt auch die Länge, die ich will. 19 cm Klingenlänge. Das ist wirklich schön. Richtig eine klasse Sache. Ja, und wie ich finde, es hat auch optisch enorm gewonnen. Aber Schönheit liegt natürlich in den Augen des Betrachters. Das müsst ihr entscheiden. Ja, hier nochmal beide Messer im Vergleich. Ne? Das ist also das Original. Und das ist die Jörg Sprave-Version, das untere. Ne?
Das ist das Original und das die Fälschung sozusagen. Ich finde die Fälschung schöner. Kommen wir jetzt mal zur rechtlichen Betrachtung. Also dieses Messer ist ja ein Hirschfänger. Ne? Ich meine, das findet man überall. Man hat ja auch die jagdlichen Motive. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich das natürlich aufklappe, dann sehe ich auch hier, da steht der Taschenhirschfänger drauf. Und auf der Rückseite sieht man dann sogar, dass hier drauf steht Taschenhirschfänger Zweihandklappmesser. Weidmannsheil, das muss sein. Hier ist noch die Nummer, also das ist jetzt das 002 von 2400. Hier ist der Link zum entsprechenden rechtlichen Text, warum dieses Messer frei führbar ist. Und hier ist dann noch meine Unterschrift drauf. Ja, warum ist das jetzt wichtig, dass das ein Hirschfänger ist? Naja, weil in der Richtlinie, in der Waffenrichtlinie, sind also die Messer genau genannt, die also nicht als Waffe gelten. Und da findet man zum Beispiel die Machete, aber man findet eben auch den Hirschfänger. Da wird gesagt, der hat ja vor allen Dingen dekorative Zwecke, ist heute deswegen nicht mehr so üblich als Waffe, sondern Dekoration und natürlich auch Tradition. Und deshalb sind Hirschfänger grundsätzlich keine Waffe. Sie sind einfache Messer im Sinne des Waffengesetzes. Ein Hirschfänger als Messer darf ich deswegen mitnehmen, wenn die Klinge nicht länger ist als 12 cm und feststeht. Ein normaler Hirschfänger wird aber immer eine längere Klinge als 12 cm haben, sonst wäre es ja kein Hirschfänger. Ja. Aber das gilt nur für feststehende Messer. Diese Längenbegrenzung finden wir bei Klappmessern nicht. Deshalb darf ich dieses Messer, weil es ein Zweihandklappmesser ist, ganz offenkundig kann ich das nicht nur mit einer Hand öffnen, ja, kann ich dieses Messer frei führen, auch im geöffneten Zustand. Und das ist auch die Absicht, dass man also eine schöne Scheide dazu bekommen wird, sodass man das Messer offen tragen kann, ohne dass man einen Grund dafür benötigt. Also freies Führen gemäß § 42a Waffengesetz in der Öffentlichkeit ohne Begründung. Gut, ne? Ich wollte aber auch noch auf ein paar Punkte eingehen, die die Kritiküsse jetzt wieder rausholen werden. Also erstmal sieht man natürlich, dass die Klinge hier hinten ein Stückchen frei liegt. Da sagt man, da kann man sich dran schneiden. Kann man nicht, denn die Breite ist extra so bemessen, dass das nicht geht. Das funktioniert so ein bisschen wie bei so einem Gillette-Rasierer, so einem Mach-3-Rasierer. Der Winkel hier ist so, dass man sich hier nicht dran schneiden kann. Das geht nicht. Ne? Also selbst wenn ich jetzt hier versuche, mich zu schneiden, dann funktioniert das nicht. Man hat so ein bisschen den Effekt, als wenn das so ein Sicherheitsrasierer wäre. Ne? So ein bisschen. Ne? Aber wirklich schneiden kann man sich da nicht dran. Man kann das Messer auch da fest in die Hand nehmen. Da passiert gar nichts. Dann haben wir den Kritikpunkt, den auch viele Leute mit Sicherheit äußern werden, dass es ja so ist, dass die Klinge hier zumindest in dem Bereich, bis die Fehlschärfe hier in das System einmacht, tatsächlich schleifen könnte an den, so ein bisschen schleifen könnte an den Rändern. Und das ist auch ein berechtigter Kritikpunkt. Ich habe jetzt das Messer, weiß ich nicht wie oft, aufgemacht. Das hat noch überhaupt keinen Schaden genommen an den Klingen. Die sind immer noch richtig rasiermesserscharf. Und es ist aber natürlich trotzdem ein Fakt, dass das passieren kann. Dieses Messer ist eben auch nicht dafür gedacht, dass man es wie ein Taschenmesser trägt und andauernd auf und zu macht. Dieses Messer ist eigentlich dafür gedacht, dass ich es offen in einer Scheide trage. Nur eben darf ich das, weil es ein Klappmesser ist. Also das Auf- und Zumachen ist jetzt nichts, was ich jetzt tausendmal am Tag sehe, sondern dieses Messer trägt man offen in der Scheide. Es ist aber deswegen noch immer kein feststehendes Messer. Ja, dann gibt es natürlich die Kritik, ja, da wackelt ja die Klinge immer, weil das wird ja nicht unter Federdruck gehalten. Das stimmt. Also hier, das ist ein Bökermesser und die Führungen sind wirklich eng. Aber ein ganz kleines bisschen Spiel haben solche Sachen. Auch der Schlitten meiner Glock oder meiner 1911er, die sitzen zwar stramm, aber die haben auch ein kleines bisschen Spiel. Das ist halt normal bei solchen Sachen. Ganz einfach deswegen, weil wenn da kein Federdruck drauf ist, dann wird es immer ein ganz kleines bisschen Spiel haben. Der Spiel ist aber minimal und also bei der normalen Benutzung, da wackelt das kein bisschen. Also da hat man kein klapperiges Gefühl, nicht so wie bei dem Original. Muss man aber dazu sagen, perfekt wird das nie, ne? Logisch. Ja, dann kommt natürlich auch oft der Punkt, ja, die Stabilität des Messers. Wie stabil ist denn diese Klinge hier drin? Also ich glaube, dass diese Klinge wirklich, wirklich, wirklich stabil hier drin hält. Warum ist das so? Naja, weil die Vektoren hier von dem Mechanismus, wenn das Messer geschlossen ist, die sind alle gerade ausgerichtet. Das heißt, ich kämpfe hier nicht gegen die Gelenke an, sondern gegen die Stabilität des 4 mm Stahls hier, wo ich jede Menge von habe. Und auch die Führung des Messers oben, seht, das ist ein geschlossener Kasten hier, in dem die Klinge geführt wird. Und über ein ganz schönes Stück, über 2 cm oder sogar ein bisschen mehr, wird die Klinge hier ganz eng geführt und zwar mit der Fehlschärfe, sodass die Belastung, auch die seitliche Belastung mit dem Messer eigentlich gar kein Problem ist. Natürlich ist dieses Messer absolut nicht so belastbar wie ein feststehendes Messer mit Fulltang. Das ist klar, kein Klappmesser ist so belastbar wie ein Fulltang. Damit muss man einfach leben. Aber für den originalen Zweck, nämlich ein großes Säugetier abzustechen, dafür ist es mit Sicherheit geeignet. Da kann ich mich für verbürgen.
Ja, die Fragen, wann kommt das und was kostet das? Also, ich habe euch ja schon gesagt, beziehungsweise gezeigt, das ganze Ding ist limitiert auf 2400 Stück. Ja, da steht es nochmal. Das ist Nummer 2. Und es wird, ich denke, in circa 6 Monaten erstmalig erhältlich sein. Der Preis steht noch nicht ganz fest. Ich werde versuchen, den Preis unter 200 Euro zu halten dafür, obwohl die Auflage sehr klein ist. Und wie ihr wisst, mache ich nie eine zweite Auflage von Sammlermessern. Das heißt, es wird auch wieder ein One-Time-Only-Geschäft werden. Ich muss dazu sagen, dass der Preis eben noch nicht ganz feststeht, denn auch der Zeitpunkt ist noch nicht so fest abschätzbar. Ich habe an dem Messer noch einige kleine Kritikpunkte. Lohnt sich hier nicht aufzuzählen, aber ein bisschen was muss Böker noch machen. Das heißt, wir werden noch eine Runde Prototypen drehen. Also der Zeitraum ist so 6 bis 8 Monate, bis dann das Messer verfügbar ist. Wir nehmen keine Vormerkung, keine Vorbestellung an. Das mache ich alles nicht. Wie ihr wisst, bei mir geht es immer auf los geht's los. Dann bringe ich ein Video raus und dann habt ihr Zeit zu bestellen. Pro Mann und Maus immer nur 2 Stück und dann ist die Ware auch sofort verfügbar. Ja, das Pantographenmesser. Also ich bin total verliebt in das Ding. Ich finde es wirklich super und ich finde, Böker hat einen fantastischen Job in der Umsetzung gemacht. Naja, also mir gefällt's. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video, weil das war's für heute. Danke und bye bye.